Hallo, werte Zuhörer. Heute mal eine Besonderheit, ein kleines Novum. Ich bin ganz allein hier. Mein Kollege Semni hält mich mittlerweile für so seriös und so wenig politisch unbedenklich, dass ich ein alleiniges Audiokommentar aufnehmen werde. Naja, Audiokommentar ist es nicht, vielmehr ein Review. Entschuldigt meinen Fehler. Und zwar zu dem schönen Film The Walk. Kurze Randinfo: The Walk beschreibt die Geschichte von dem französischen Seiltänzer Philippe Petit, welcher im Jahr 1974 ein Drahtseil zwischen den beiden Türmen des damals noch baufrischen World Trade Centers spannte und sage und schreibe 40 Minuten lang auf den Seil hin und her tanzte. Was in der Geschichte der Akrobatik und der Artistik ohne Frage eines sehr beeindruckendsten Ereignisse war. The Warp bekam eher mäßige Kritiken, nicht ganz zu Unrecht. Denn abgesehen von den Höhepunkten ist der Rest des Filmes nicht so sehenswert, gebe ich ehrlich zu. Tja, um was geht's? Man folgt dem jungen Philippe Petit durch seine etwas kaputte Kindheit, seine Ausbildung als Artist und Straßenkünstler. Und im Endeffekt erlebt man eben auch seine Begeisterung fürs Seiltanzen mit. Man sieht ja auch, wie er sich nach und nach vortastet, also von einem Seil zwischen Bäumen über einen Teich zwischen den beiden Türmen von Notre Dame, was schon eine größere Sache war, und so weiter und so fort, bevor dann irgendwann beim Zahnarzt ein Artikel über das World Trade Center entdeckt, von diesem Gebäude völlig begeistert ist und dann entschließt, sein Seil da aufzuspannen. Man folgt dann eben ihn und seiner doch recht chaotischen Freundestruppe nach New York und wird Zeuge von den Vorbereitungen des Ganzen, bevor das letzten Endes in einen wirklich sehr, sehr spektakulären Schlussakt mündet, wo man die zahlreichen Figuren, die Petit vorgeführt hat, und die zahlreichen Kunststücke, die er da oben auch auf Lager hatte, praktisch eins zu eins umgesetzt hat. Und das ist tatsächlich sehr beeindruckend und wiegt da auch manch ein Manko an dem Film wieder auf. Wie zum Beispiel auch so ein oder zwei Ausstecher in die künstlerische Freiheit. Zum Beispiel ist Petit nicht wirklich nach New York geflogen, sondern hat bereits dort gelebt und hat sich auch auf diesen Drahtseilakt nicht weniger als 6 Jahre vorbereitet. Nicht bloß ein paar Tage, wie es hier dargestellt wird. Also es war schon etwas präziser und wahrscheinlich auch professioneller, als das der Film einen vermittelt. Dennoch ist es in der Hinsicht eben sehenswert, da man wirklich Zeuge von einem unglaublichen, ja, was eigentlich sagen mag, einem Kunststück, Balanceakt, wie auch immer man es nennen möchte, wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt tatsächlich mir als Nicht-Künstler ein Stück weit schwer nachzuvollziehen, was genau ihn dazu bewogen haben mag, beziehungsweise was genau auch in den Köpfen seiner Assistenten vorging. Und vielleicht kann man es auch nicht ganz begreifen, wenn man eben nicht selbst ein Künstler ist. Aber die auch autobiografischen Sachen, die eben auf Petits Roman also basieren und je nach noch einstreut, helfen ein Stück weit zu erahnen, was ihn dazu bewogen hat. Aber man kann es, wie gesagt, nicht ganz erfassen. Das macht den Film wiederum allerdings auch recht interessant. Auf seine Weise. Tja, was soll man sagen? Ein kleines Manko ist auch, man merkt, er ist wirklich sehr stark für das 3D-Kino ausgerichtet gewesen. Also viele Szenen sind so von der Gestaltung her gemacht, dass man wirklich mitbekommt, okay, das sollte jetzt wirklich 3D sein, das war auch für 3D gedacht. Und insofern war vielleicht das Gucken dieses Films auf einem 2D-Fernseher vielleicht noch nicht ganz so beeindruckend. Dennoch ist jedoch The Walk auch in 2D absolut beeindruckend und absolut sehenswert. Und man sitzt tatsächlich, während er seine Figuren vorführt, doch sehr, sehr atemlos vor dem Fernseher. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass sich das alles tatsächlich so zugetragen hat. Also jetzt nicht die Vorbereitung, aber eben der eigentliche Lauf von Petit. Der nachher auch noch viele andere eindrucksvolle Sachen gemacht hat. Also zum Beispiel ist er eben auch über die beiden Pylonen der Sydney Harbour Bridge gelaufen, was ja auch nicht gerade eine kleine Sache ist. Die meisten seiner großen Läufe waren übrigens nicht angekündigt. Kleine Randinfo: Petit wurde übrigens nach dem World Trade Center Lauf verhaftet und kurze Zeit später auch wieder freigesprochen, da die weltweite Resonanz auf dieses Ereignis so überwältigend war und das auch so einheitlich als positiv wahrgenommen wurde, dass es eben ein Stück weit eben als Kunstprojekt abgetan wurde und man wirklich eben daran dass ihn kurze Zeit später wieder freigelassen hat. Es gab eigentlich eine kleine Gerichtsauflage. Petit musste tatsächlich im Central Park einen langen Drahtseilakt für Schulkinder vorführen, allerdings in 1 Meter Bodenhöhe, was, denke ich mal, eher als Scherz gemeint wurde, denn wirklich als Strafe. Ist auch eine schöne kleine Randnotiz. Ja.
Also als Fazit kann ich sagen, es ist ein interessanter Kunstfilm im weitesten Sinne des Wortes. Also wie so eine bizarre Mischung aus ja, einem Dokumentarfilm und ein bisschen Ocean's 11 Flair teilweise. Okay, mit ein bisschen mehr Kunstfilm, etwas weniger Ocean's 11, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Er ist in der Hinsicht auch genre-technisch nicht ganz so einfach einzuordnen. Ist wirklich faszinierend, sehr eindrucksvoll, wenn er seinen Höhepunkt erreicht. Leider schwächelt er ein bisschen am Anfang. Also bis er sich wirklich auf diese World Trade Center Sache einschießt und sich bis dahin vorgetastet hat, vergeht fast eine Stunde und die ist nicht so wirklich sehenswert. Naja, dennoch macht Spaß. Man sieht jedenfalls wirklich eben auch einen großen Artisten und eben auch ein Stück weit auch die Lebenspunkte eines großen Artisten und wird dem Zeuge von einer wirklich unglaublichen Kunstdarbietung. Also The Walk ist zu empfehlen, wenn man Ausdauer hat, sich für Akrobatik interessiert, auf jeden Fall. Und wenn man vielleicht wirklich Zeuge werden möchte von einem Ereignis, das die Menschen damals auf der ganzen Welt unglaublich bewegte. Also der Lauf des Petit ist meiner Meinung nach gleichsetzend durchaus mit der Mondlandung. Also da gab es davor und danach eigentlich nichts Vergleichbares, wenn man jetzt sich so auf große Ereignisse beschränkt. Und ein Stück weit ist es eben auch eine sehr schöne Darstellung von dem Paris der 60er und 60er Jahre. Und natürlich ist der Film ein Stück weit eben auch melancholisch, weil man eben das World Trade Center und vor allem die Besucherplattformen im Endeffekt nachbauen musste, beziehungsweise Computer animieren musste, um das Ganze zu realisieren. Was der ganzen Sache eben auch noch einen recht traurigen, schalen Beigeschmack verleiht. Wer sich übrigens für Details interessiert, es gibt auch einen Dokumentarfilm, der heißt schlicht Man on Wire von 2008. Der ist dann wesentlich genauer und auch wesentlich präziser als das Ganze drumherum. Allerdings natürlich nicht so fein animiert, wie das eben dieser Spielfilm war. Dennoch hat ja Robert Zemeckis, der Macher von Zurück in die Zukunft, ein gutes Stück Filmkunst abgeliefert, der eben durchaus einen Blick wert ist. Wie gesagt, bringt Zeit mit, bringt auch ein bisschen Staunfähigkeit mit, dann werdet ihr von The Wire nicht enttäuscht. Tja, das war jetzt meine Rezension des Ganzen. Und ich habe auch tatsächlich keinen Rassenwitz eingebaut. Ich weiß ja gar nicht, was mit mir los ist. Vielleicht war ich von diesem Stück Filmgeschichte, also diesem Stück Akrobatikgeschichte vielmehr, so fasziniert, dass ich tatsächlich rundum zufrieden bin, einige sogar. Nun ja, dennoch, gehabt euch wohl, guckt euch vielleicht mal The Walk an. Vielleicht am besten in 3D, wenn ihr dazu die Gelegenheit habt. Ja, das waren alle Kürze mein kleines Filmreview. Dann euch noch einen schönen Tag, Abend oder Präabend, wie ein guter Kumpel von mir meinte. Gehabt euch wohl und bis bald.